Hallo, Tag zusammen, da bin ich wieder. Heute ein kleines Workout mit dem Pelziball. Fangt erstmal an und stellt euch sehr breit hin. Füße zeigen ein bisschen nach außen, Fußspitze. Und hier erstmal so ein bisschen rechts-links auftippen und die Arme schwingen locker mit. Jetzt dreht euch richtig auf außen, richtig zur Seite drehen. Nicht mehr zur Seite drehen und pass auf, was mit den Armen geschieht. Die Beine bleiben immer im Wechsel außen auftippen, aber die Arme bleiben jetzt auf einer Höhe. Wir müssen außen stoppen und gehen weit zurück zur Seite. Und merkt ihr, was passiert? Bauchmuskeltraining. Ist so ähnlich, wisst ihr noch, wie mit dem Gymstick. Einer hält den Stab, macht ihr weiter, einer hält den Stab fest, der andere zieht so nach außen. Ne? Ist genau derselbe Effekt. Und weiter, schön zur Seite. Ich hoffe, ihr merkt es jetzt auch schon im Bauch. Zu jeder Seite noch 5, 4, 3, 2, noch einmal jede Seite. Dann bleibt in der Mitte. Füße sind noch ein bisschen breit aufgestellt, ein bisschen nach außen zeigen. Die Knie gehen dann genau in dieselbe Richtung. Jetzt, wenn ihr tief geht, holt den Ball jetzt hoch über den Kopf. Und hoch. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Langer Rücken. Hauptgewicht bleibt auf den Fersen. Geht nur so tief, wie ihr den Rücken lang und gerade lassen könnt. Nutzt nichts, wenn ihr rund oder ganz nach vorne kommt. Beim nächsten Mal bleibt ihr unten und hier wippen. Wippen. 5, 4, 3, 2. Sehr gut. Kommt hoch. Setzt euch auf den Ball. Hier erstmal kreisen. Und in die andere Richtung reisen. Kommt in die Mitte und federt hier, springt hier ein bisschen. Die Arme mit öffnen, schließen, hinten fest Schulterblätter zusammen. Achtung, und jetzt die Beine mit im Wechsel. Immer ein Fuß hoch. Sitzen auf dem Ball und schaut euch die nächste Übung vielleicht kurz erstmal nur bei mir an, dann aber direkt mit einsteigen. Ihr rollt nach vorne, geht mit den Füßen nach vorne. Je weniger Rücken aufliegt, desto schwieriger, je mehr, desto einfacher. Ihr versucht jetzt von hier aus im Wechsel immer
einen Fuß anzuheben und wieder absetzen. Absetzen möglichst sanft machen. Anheben, absetzen. Anheben, absetzen. Ihr seid jetzt mit dabei. Hoch und ab. Hoch und ab. Macht für euch in eurem Rhythmus. Lasst den Po dabei möglichst oben. Jede Seite einmal noch und dann rollt zurück so weit, bis da einfach rücklings auf dem Ball liegt. Bleibt hier liegen, hängen, einfach abhängen. Kommt dann wieder hoch. Und jetzt brauchen nur die, die nicht so lange auf den Händen machen können, weil die sonst mit den Handgelenken Schwierigkeiten kriegen, eine Matte. Die anderen brauchen noch keine. Ich zeige euch erstmal, auf was die Sache hinausläuft. Und zwar, ihr kommt mit dem Bauch auf den Ball, rollt nach vorne, geht mit den Händen nach vorne, auch hier wieder, je weniger ausliegt hinten, desto schwieriger wird es. Von mir aus kommt ihr jetzt mit dem Po hoch und tief, also Knie ranziehen, Po hoch und wieder lang. Knie ran, Po hoch und wieder lang. Ihr könnt das Ganze auch, deshalb die Matte auf den Unterarmen haben. Na, wer mit den Handgelenken und Schwierigkeiten kriegt, kann das auf den Unterarmen machen. Ihr seid jetzt übrigens schon alle mit dabei. Macht selber mit und sonst auf den Händen. Knie ran und weg. Po hoch in die Luft. Noch fünf. Vier. Drei, zwei, letzter, wandert zurück und bleibt hier mal ganz entspannt über den Ball hängen. Dann geht's weiter, ihr rollt wieder nach vorne. Und wieder ist es so, je weniger aufliegt hinten von den Beinen, desto schwieriger. Wenn zu schwer ist, lasst einfach ein bisschen mehr vom Bein aufhängen. Jetzt bleibt rechts auf dem Ball und links gestreckt auf und ab. Das könnte genauso gut sonst auch auf den Unterarmen gehen, wie ihr zurechtkommt. Alle machen mit. Ihr seid schon dabei. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, letzter, wandert nochmal kurz zurück. Lasst euch nochmal einfach hängen über den Ball. Mini-Pause. Und die Pause auch schon zu Ende. Kommt nach vorne. Gewandert. Entweder auf den Händen oder auf den Unterarm, wie er zurechtkommt. Jetzt liegt das linke Bein auf und rechts geht gestreckt hoch und runter, direkt mit einsteigen. Je mehr aufliegt, desto einfacher, je weniger, desto schwieriger. Macht 10, 9, 8, 7, 6.
zwischendurch mal was für das Gleichgewicht, aber auch die tiefe Muskulatur, die gesamte Muskulatur muss gut angespannt sein. Aus meinen Gruppen, die kennen das schon. Das macht er jetzt nur, wenn ihr keine Angst habt, runterzufallen und auch nichts Gefährliches um euch rum ist. Ihr versucht erstmal mit Knien und Händen auf den Ball zu kommen und hier auszubalancieren, euch hier zu halten. Entweder bleibt ihr so, dann ist ja schon schwer, sonst versucht ihr die Hände mal wegzuholen und versucht euch dann noch so ein bisschen aufzurichten, seht ihr? Zu strecken, Becken schiebt nach vorne und euch hier zu halten. Versucht mal. Zehn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, lösen. Dann legt euch wieder mit dem Bauch auf den Ball. Kommt nach vorne gerollt. Wir machen jetzt Liegestütz auf dem Ball liegen. Je mehr aufliegt, desto schwieriger ist es natürlich. Ich kann hier meinen Bauch verstecken. Je weniger aufliegt, desto schwieriger. Und je mehr noch aufliegt, desto leichter natürlich. Guck mal, wie ihr parat kommt. Die Männer können natürlich ein bisschen mehr. Hier geht er jetzt tief und hoch. Lasst den ganzen Körper aber gut angespannt. Tief und hoch gehen. Danach dürft ihr schon auf der Matte rücklings liegen. Die Beine auf dem Ball. Also Endspruch noch 5, 4, Bauchspannung 3, 2, letzter und holt euch die Matte, die sie noch nicht haben, rücklings auf die Matte legen. So, beim Rücken auf der Matte, die Beine schön auf dem Ball, ganz angenehm. Hier kann man auch erstmal ein paar Mal für den unteren Rücken, für die Bauchmuskulatur anspannen und lösen. Mit dem Ausatmen immer unteren Rücken in die Matte, Bauchnabel nach innen, Beckenboden hoch, einatmen, lösen. Ausatmen fest. Spannung unterm Rücken in die Matte. Bauchnabel, Beckenboden hochziehen. Einatmen, lösen. Macht das ein paar Mal für euch. Und dann ist es auch schon rum mit dem Leichten. Ihr holt euch jetzt den Ball zwischen die Beine. Arme können wir liegen haben, wo er wollt, wie er am besten parat kommt. Jetzt zieht er die Knie ran und streckt die Beine nach vorne aus. Ranziehen, nach vorne ausstrecken. Bauch, Becken, Bodenspannung jetzt die ganze Zeit halten. Wenn ihr ein bisschen höher streckt, ist es einfacher. Je tiefer am Boden ihr streckt, natürlich ohne den Boden zu berühren, desto schwieriger. Wenn ihr ein bisschen oben weiter macht, ist es einfacher. Aber ihr wollt ja jetzt. Noch 3. Noch 2. Noch letztes Mal. Okay. Kurz ablegen die Beine. Und rechts, links schaukeln. So, genau das
dasselbe machen wir jetzt gleich nochmal. Nur 10 Mal, aber dafür tun wir zum Schluss mit dem gestreckten Bein vorne noch 10 Zähne halten. Also, gehen wir es an. Holt euch den Ball wieder zwischen die Füße, Unterschenkel und die Knie ranziehen und nach vorne strecken. Das war Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jetzt kommt schon der letzte, den halten wir vorne, jetzt vorne halten, je tiefer, desto schwerer, natürlich nicht auf den Boden, also an den Boden kommen, halten, 10, 9, 8, 7, bei mir zittert alles, 6, ich hoffe bei euch auch, 5, 4, 3, 2, lösen, Ball wieder ranholen, Füße drauf. Sehr gut. Rechts, links, schaukeln. Dann kommt wieder in die Mitte mit den Beinen. Guckt vielleicht kurz erst bei mir. Ihr kommt jetzt hoch zum Sitzen. Die Hände aufsetzen, ist nicht so lang für die, die Probleme mit den Handgelenken haben. Notfalls macht ihr in der Zeit einfach was anderes. Ihr kommt jetzt hier ein bisschen hoch mit dem Po, Hand, Finger zeigen nach vorn. Und hier geht er jetzt tief und hoch, also die Ellbogen nach hinten weg. Und wieder strecken, Ellbogen beugen und strecken. Dadurch, dass es so eine wackelige Angelegenheit ist, ist auch wieder dort ganz viel im Spiel. Richtig. Die tiefe Muskulatur noch zusätzlich. Sechs noch. Fünf. 4, 3, 2, letztes Mal und dann dürft ihr euch wieder ablegen, kurz erholen, Beine rechts, links schaukeln, die Arme liegen außen, abgelegt, ganz entspannt. Wenn ich zum Stoppen komme, jetzt stellt eure Fußsohlen auf den Ball. Und kommt hier hoch mit dem Po, bisschen lösen und wieder hoch. Also auf und ab, Füße stehen auf dem Ball. Hier hoch und runter mit dem Po. Gut für euren Po und Oberschenkelrückseite. Spürt ihr hoffentlich. 10, 9, 8, 7, schön hoch immer, noch 5, 4, 3, 2 und ganz gemein jetzt noch einmal oben halten, halten, ganz hoch mit dem Po, ganz hoch. Ihr dürft ablegen nach 8, 7, 6, 5, habe ich jetzt nicht gut formuliert, bestimmt habe ich schon welche abgelegt. 4, 3, 2, versucht noch Wirbel für Wirbel runterzukommen. Und jetzt dürft ihr abgelegt bleiben und rechts, links schaukeln. Sehr gut, bald geschafft. Jetzt kommen noch 2 anstrengende und dann habt ihr es geschafft, dann dehnen wir nur noch. Holt euch jetzt dafür den Ball zwischen die Beine, zwischen die Füße wieder. Arme liegen außen, Handflächen zeigen zur Decke. Und mit den gestreckten Beinen möglichst große
Kreise mal. Andere Richtung kreisen, schön groß bleiben, Beine möglichst gestreckt lassen. Denkt dran, ist die vorletzte Übung. Noch 5, 4, 3, 2. Letzte Runde hier. Ball ablegen, Beine drauf. Rechts, links schaukeln, ganz kurz. Entspannen. Und wir kommen dann auch schon zur letzten. Das will heißen, haut nochmal rein, gebt nochmal alles. Ball wieder zwischen den Beinen. Arme liegen nach außen. Die Handflächen zeigen zur Decke hoch, sonst kann man sich zu viel Hals übergeben. Nein, lass die Handflächen zur Decke hoch zeigen. Und jetzt die Beine rechts, links absenken mit dem Ball. Wenn ihr die Beine ein bisschen beugt, wird es einfacher, aber macht es euch schwer, so dass es geht, aber schwer. Im Wechsel rechts runter, links runter. Endspurt, letzte Übung. Kämpf nochmal. Zu jeder Seite noch 8. Endspurt nur noch 7. Versuch die Schultern ja immer möglichst auf den Boden zu lassen. Die letzten 3, 2 und zu jeder Seite einmal noch. Und geschafft, Leute. Fantastisch. Sehr, sehr gut gemacht. Wir kommen zum kleinen Abschlussdehnen. Stellt euren rechten Fuß auf den Ball. Vielleicht erstmal die Ferse ein bisschen weiter weg, aber nur die Ferse. Dann überschlagt ihr linke Bein, linker Unterschenkel auf den rechten Oberschenkel. Und dann zieht ihr das rechte Bein ran, so eng ihr könnt. Ihr könnt auch ein bisschen mit der Hand helfen, jetzt ruhig, ist egal, geht hauptsächlich um den. Ihr spürt jetzt links außen Hüfte, Po, die Dehnung. Könnt das Knie noch ein bisschen nach vorne extra schieben. Und hier halten. Fünf, vier, drei, zwei. Lösen. Ihr wechselt die Beine links. Erstmal die Ferse vorn aufsetzen. Rechts der Unterschenkel auf den linken Oberschenkel ablegen. Dann zieht ihr links ran. Und schiebt noch euer rechtes Knie nach vorne weg zusätzlich. Spürt jetzt rechts außen. Hüfte, Po, die Dehnung.
bisschen auf Seite. Einmal braucht man gleich noch jetzt erstmal nicht. Rechtes Bein zieht ihr ran, linkes Bein liegt auf dem Boden. Links auf dem Boden, rechts möglichst gestreckt, so ein mini bisschen gebeugt ist okay. Ranziehen und auf der Rückseite vom rechten Bein die Dehnung spüren. Vielleicht auch hier im Lendenbereich ein bisschen links. Halten und tief ein, ausatmen. Sechs, fünf, vier, drei, zwei. Lösen, die Beine wechseln. Wieder halten und tief ein- ausatmen. Fünf, vier, drei, zwei, lösen. Achtung, lasst rechtes Bein schon lang liegen. Linkes Knie ranziehen, mit der rechten Hand packen, eng ranziehen und rüberziehen. Der linke Arm liegt außen auf dem Boden. Handfläche zeigt zur Decke. Versucht die linke Schulter möglichst unten zu lassen und auf der anderen Seite linke Bein auch möglichst nah zum Boden ranzuziehen. Halten, tief ein- und ausatmen. Fünf, vier, drei, zwei. Lösen. Linke Bein liegt jetzt lang auf dem Boden. Rechter Arm lang nach außen. Und dann mit der linken Hand rechtes Knie ranziehen und rüber, über das linke Bein rüber Richtung Boden. Auf der anderen Seite versucht die Schulter auch möglichst nah am Boden zu bleiben. Halten. Und tief ein- ausatmen. Fünf, vier, drei, zwei. Lösen. In der Mitte als Päckchen mit beiden Knien kreisen. Andere Richtung. Legt euch auf die linke Seite, zieht den rechten Fuß zum Po. Linke Vorderseite wird gedehnt. Pobacken anspannen. Fünf, vier, wechseln, umdrehen, linker Fuß zum Po.
4, 3, 2, lösen, zum Knien kommen. Beide Hände ziehen nach vorn, der Po zieht zurück. Und jetzt geht nur die rechte Hand vor. Vorne halten. Und jetzt die rechte Achselhöhle Richtung Boden runterdrücken. Den Kopf ruhig ablegen. Tief ein- und ausatmen und so halten. Vier, drei, zwei. Lösen, die rechte Hand kommt zurück. Die linke Hand geht vor. Vorne halten. Dann die linke Achselhöhle Richtung Boden runter schieben. Po zieht immer noch zurück. Halten. Linke Achselhöhle Richtung Boden runter. Fünf, vier, drei, zwei, lösen. Die Hand kommt zurück, stellt die Füße auf, wandert mit den Händen bis bei die Füße. Lasst hier nochmal den Oberkörper komplett hängen lassen. Links, rechts ein bisschen schaukeln. Zur Mitte wieder kommen und nochmal hängen lassen. Bauchnabel nach oben ziehen und Wirbel für Wirbel aufrollen. So, jetzt packt ihr den Ballkragen nochmal, legt euer rechtes Bein nach außen drauf und schiebt vielleicht so ein bisschen am Anfang noch hier, seht ihr, dass ihr noch weiter nach außen wegschieben könnt und kommt jetzt mit dem linken Bein ein bisschen tiefer, beugt das linke Bein, schiebt den Po nach hinten, kommt richtig tief, spürt die Innenseite von dem rechten Bein jetzt, wie die gedehnt wird. Dafür schön tief, Po weit zurück. Ein bisschen anstrengend, okay. Fünf, vier, drei, zwei. Hochkommen. Und die Seite wechseln, links drauf, hier schon so ein bisschen von der Seite erst, sodass wir noch nach links ausfahren können. Kommt dann tief mit dem Po und schiebt den Po dabei auch zurück, weit zurück. So kommt er schön tief, kann das ruhig abstützen auf dem rechten Bein. Spürt jetzt beim linken Bein innen die Dehnung. Fünf, vier, drei, zwei. Lösen zur Belohnung jetzt nochmal. Nur was Schönes zum Abschluss. Einfach nochmal rücklinks auf den Ball hängen. Also erst sitzen und dann rollt ein bisschen vor mit dem Po und bleibt hier nochmal einfach schön hängen. Wer kann? Versucht hinten mit den Händen auf den Boden zu kommen. Und bleibt hier hängen. Ihr dürft natürlich noch länger für euch selber hängen. Ich zähle jetzt hier ab. 5,
Aber wer will, hängt einfach noch. 4, 3, 2, letzter. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Genießt das wunderschöne Wetter.